Heute spielen wir Hide and Seek auf einem Bauernhof. Mit dabei sind waschechte Melker. Hi, ich bin Uwe und ich arbeite seit 74 Jahren auf diesem Hof. Hi, ich bin Finnel und Dorfkind auf die 1. Was genau, ich bin Levin und mein Vater hat den Bauernhof erfunden. Burger Pommes auf die 7, Dorfkind auf die 1. Ihr habt alle 5 Minuten Zeit, euch zu verstecken, meine Damen und Herren. Und ich würde sagen 3, 2, 1, let's go! Johannes, du musst weggehen, ich will dahinter gehen, ich will mich da hinten verstecken. So, Leute. So, ich warte jetzt hier. So, Freunde, weil ich ja auf dem Dorf aufgewachsen bin, kenne ich natürlich alle Verstecke sehr, sehr gut. Ich habe eigentlich mein ganzes Kindheit auf dem Bauernhof gespielt. Muss mal gucken, wo ich hingehe, Freunde. Burger Pommes auf die 1. Pack die Pommes in den Burger rein. In die Vase rein wäre krass, aber da ist leider alles voll. Wir müssen laufen. Wohin, wohin, wohin? Hä? Was ist das für ein Bauernhof? Hier ist einfach eine Pferderanch, hier so, wo man so Bullen reiten kann. Oh, eine Peitsche. Da werde ich mir eine mitnehmen. Falls Johannes mich findet, wird er ausgepeitscht. Freunde, wisst ihr, was ich suche? Ich suche so eine Art Lastentransporter, weil da kann man sich richtig cool reinlegen. Hat entspannt Place und es findet dann absolut niemand. Digga, warum rennst du so schnell? Das ist mein Versteck, Bro. Nein. Jetzt erst, komm, Mann. Nein. Ich muss irgendwo hingehen, wo wir noch nicht gedreht haben. Okay, hier sind so riesengroße Lagerhallen. Ich glaube, da werde ich ein richtig geiles Versteck finden. Ich habe was gefunden und zwar, hier ist eine Treppe. Ich bin ja der schlechteste Hide and Seeker, wie ihr vielleicht schon wisst. Ich werde immer als erstes gefunden. Ich habe nämlich hier einen Geheimraum gefunden. Das sieht mir doch mal gut aus. Genau sowas habe ich... Okay, doch nicht. Es ist einfach. Okay, Freunde, es ist nicht, wo man sich reinlegen kann. Hier kann man sich immer dazwischen gehen, aber hier schön einbauen. Aber hier sind keine Ratten drin. Hier sind nämlich öfter mal Ratten drin. Jeder, der vom Bauernhof kommt, der weiß, hier baue ich mir jetzt ein kleines Versteck. Oh mein Gott, das wäre auch krass. Hier so rein. Das wäre krass, aber da müsste mich irgendwer komplett zudecken. Okay, ich muss mein Handy, glaube ich, kurz aufstellen hier. Okay, Leute, das war nix. Wir müssen was anderes suchen. Das Problem ist halt einfach, oh mein Gott, ist das die Kühlkammer? Also da drin verstecken, weiß ich nicht. Ihr müsst wissen, ich will das unbedingt gewinnen, denn der Gewinner kriegt eine Kuh geschenkt, glaube ich. Oder irgendwas bekommt er. Das ist schwer. Es hört nicht auf. Es ist der komplette Baum. Ich habe jetzt hier eine Höhle gebaut. Hier werde ich jetzt reingehen. Und dann werde ich das hier noch zubauen. Da finden wir mich niemals. Digga. Ach du Scheiße. Okay, mach zu. Mach zu, Digga. Kriegst du noch Luft, oder? Ich weiß nicht, ich hoffe es. Okay, ich glaube, hier irgendwo gehe ich hin. Wer kennt sich aus mit so Landwirtschaftsgeräten? Finde ich ultra interessant. Was ist zum Beispiel das hier? Schreibt es mal in die Kommentare. Damit macht man den Acker, oder? Glaube ich zumindest. Leute, ich habe jetzt das alles rausgeräumt. Jetzt gehe ich hier rein. Hier geht man Johannes wahrscheinlich vorbei, denkt, ich bin da vorne. Das sind so Lamas. Warte, vielleicht zählt man eins auf der Kamera. Ja, hier. Miau, 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 miau. Es war schon ein Misthaufen, schlimmer kann es nicht werden. Wir sind drin. Ich werde jetzt zugedeckt. Tageslicht wird abgekapst. Oh. Boah, vielleicht in so eine Box rein. Das würde vielleicht gehen. Wenn man sich dahinter irgendwie in so eine Box versteckt, mit diesem Arm ist alles richtig schwer, Freunde. Oh mein Gott, ich hab fast reingefallen. Boah, das ist richtig gut. Seht ihr das, Freunde? Hier sind einfach so Leitern und hier ist aber so ein Stück Dach. Ich glaube, genau dahinter werde ich mich jetzt hinkämpfen. Hier hinten ist, glaube ich, eine Box. Das ist vielleicht ein ganz gutes Versteck. Ich glaube, das ist perfekt. Weil hier sieht dann absolut niemand. Von hier aus kann man auch richtig gut sehen, was Johannes gerade macht. Ach du Scheiße. Ist zu? Junge, ist das geisteskrank. Oh mein Gott, also wenn ich hier gefunden werde, dann bringe ich mich einfach nur um. Okay, Freunde, ich bin in meinem Versteck. Ich hoffe, ihr konntet das gut sehen. Ich bin hier hinter so einem Brettdach, genau. Ich habe mich hier ein bisschen einbarrikadiert. Das ist jetzt nicht das beste Versteck so, aber ich glaube, da wird halt niemals damit rechnen, dass ich hier hinter so einem Dach campe. Okay, jetzt heißt es erstmal warten. Wir sind im Versteck, ich frage mich, ob Johannes überhaupt schon sucht, weil ich bin so gut versteckt. Leute, falls ihr Johannes Channel noch nicht abonniert habt, abonniert Johannes Channel. 3, 2, 1 und die Zeit ist abgelaufen. Ich komme, Leute! Oh mein Gott, ich habe Johannes gehört, er kommt. Wer sind wir hier? Ich habe ihn gehört, er legt jetzt los. Ich bin mal gespannt, wie lange ich den Versteck aushalte, ohne gefunden zu werden. So, wo könnte sich mal versteckt haben? Vielleicht hat sich jemand hier direkt versteckt, aber das hätte ich ja gesehen. Also, jetzt ist keiner versteckt. Hier ist halt, es ist halt extrem viel Gerümpel hier, ne? Also auf dem Bauernhof ist, glaube ich, so der krasseste Ort, wo du dich verstecken kannst. Ein Brett, sagen wir mal so. Ein Bauernhof ist riesig, ein Bauernhof ist groß, hier ist viel, immer viel Zeug, steht überall. Dahinter ist nämlich so ein bisschen sass, alles zugedingst. Oh mein Gott, hier drunter, das wäre krank. Nee, nie im Leben. Nee, ist keiner drunter. Ist ein Weihnachtsbaum? Auch nicht. Auch keiner. Oha, ich glaube, mein Schwein pfeift. Ich habe einen Homie. Hey, kille, 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 kille. Also schaut euch das mal bitte an. Ich sitze hier komplett im Dreck an irgendeiner ekligen Wand und warte hier, bis ich gefunden bin. Weiter geht's. Da sieht das aus. Dass es auch hier so zugestellt ist. Nee, ist keiner drin. Hätte man halt noch jemanden gehabt, der einem hilft. Okay, das ist offen. Das ist sehr gut. Das heißt, dass hier jemand sich versteckt hat auf jeden Fall. Digga. What the fuck? Ich glaube, hier ist jemand drin. Okay, ist schon ein bisschen Zeit vergangen, sehe ich hier auf meinem Gips. Und Johannes ist immer noch nicht da. Ich bin sehr gespannt, wann er endlich mal kommt.
Das Ding ist hier, nee, das kann nicht sein, das ist zu viel. Im Hühnerstall. Oder in einer dieser Tonnen, das ging ja auch. Jungs, Meeting kurz. Hat der einen von den Leuten gesehen von mir? Irgendwo? Gesehen? Nein? Okay, Leute, wir sind noch im Versteck. Johannes hat noch niemanden gefunden. Ah, meine Füße tun schon langsam echt weh. Also schon langsam muss Johannes jemanden finden, sonst bin ich hier komplett am Ausrasten. Kann man da reingehen, frage ich mich. Okay, das ist... Das darf ich nicht aufmachen. Wir sind zurück beim Anfangspunkt, wo die Traktoren sind. Wir haben jetzt hinten die Fläche, die Wiese abgehakt. Heilige Makrele, du. Was ist denn da? Hallo? Ist da jemand? Uns wurde ausdrücklich verboten, uns in der Müllpresse zu verstecken, weil es sehr dumm und sehr gefährlich wäre, sich da zu verstecken. Deswegen schauen wir mal, was hier noch so gibt. Hallo? Oh! Ja, mal in die Scheiße getreten. Schau mal da oben. Irgendwie fühle ich dieses Leben hier auf dem Bauernhof und irgendwie. Ich glaube, das war einer der schwersten Hide and Seeks, die wir jemals hatten. Da oben ist eine Leiter. Wo ist eine Leiter da? Als ob die hier drüber geht, das ist doch alles andere als safe. Boah, meine Füße tun so weh, Digga. Hier ist alles voll mit Larven, Zecken und Gestalten und Würmern und. Johannes, finde mich doch einfach. Warum findest du mich nicht, Johannes? Wo sind sie wohl? Oh, apropos Stroh. Da oben. Ich will nicht so laut reden, weil ich weiß halt, wenn die wissen, dass ich komme, gehen die ja weg. So, da oben befindet sich der Strohlager. Das ist bekannt auch aus dem ersten Video von diesem Bauernhof. Da gehen wir jetzt ganz entspannt mal hoch. So langsam langweile ich mich, sage ich euch so, wie es ist. Wirklich, es gibt niemanden, der so schlecht im Suchen ist wie Johannes. Der braucht 20 Jahre. Wo man an der Stelle auch sagen muss, das ist halt echt auch ein sehr, sehr großer Hof, ne? Da sind wir doch. Oh, das Licht ist auch schon wieder aus. Warum ist das wieder aus? Wer hat das aus... Oder vielleicht haben wir das eben ausgestellt, als wir weggegangen sind hier. Was ist das denn? Also hier haben wir eben das Intro gedreht. Wo könnt ihr denn jetzt sein? Ja, wer kommt einfach mal? Ich kann nicht mehr. Keine Ahnung, wo jemand ist. Vielleicht hier! Egal! Ah! Alles gut? Alles gut? Boah, ich weiß nicht, ob alles gut ist. Ich sag mir nicht, dass ich der Erste bin. Du bist der Erste. Der am meisten mal wieder gelitten hat, ist der Erste. Ist das Kacke, Alter. Digga, ist das Kacke. Ich glaube, Johannes ist gerade oben und Moritz gefunden. Und ich sitze hier einfach direkt darunter. Super, dass du da im Heu versteckst, bis du im Stroh versteckst. Aber das ist ultra smart, dass du das so gebaut hast. Oh mein Gott. Er hat sich einfach im Heu versteckt, höre ich gerade. Ey, er ist wirklich 10 Meter von hier. Wer wird der Nächste sein? Digga, es ist ja wirklich ein Labyrinth hier. Die haben ja wirklich alles hier. Crazy. Digga, also ob hier jemand ist. Ey, wenn hier jemand ist, mach mal ganz kurz Piep. Ihr verarscht mich, Digga, das ist wirklich bodenlos von euch. Ich dachte, es wäre eine Maschine, eine Pistole, aber es war eine Heißluft-Dingsbums. Okay, wo könnte jemand sein? Die geile Kartoffel, wie geil ist das denn? Frisch geerntet, darauf geiles Kartoffelpüree machen. Oh, das sind die Pommes von morgen. Okay, wo könnte jemand sein? Ist da jemand? Ah, ja! Wir sind alle Stadtkinder. Digga, ich hab dich gerade die ganze Zeit einfach gefilmt, Digga. Digga, what the fuck? Ich bin gerade, du bist Bro, wie bist du hier reingekommen? Hast du noch so eine schöne Kartoffel gesnackt? Ich bin ganz normal gelaufen eigentlich. Finn ist der Nächste, der raus ist. Wo könnte noch jemand sein? Bro, also wenn, imagine, Felix hat jetzt unter einen Traktor versteckt, bei dem ich gewartet habe. Oh nein, warum nicht? Warum denn nicht? Da oben? Dachte er krank. Aber das hat sich ja gesehen. Ich war ja genau. Er ist in den Anhänger gegangen. Aber wie hat er es gemacht? Weil ich war ja genau da in dem Traktor. Okay, war der hier? Der hätte ich es nicht gesehen. Aber der ist es nicht. Der ist es auf jeden Fall nicht. Hier werden sie doch händeschmutzig gemacht für die Videos, ne? Wie sieht das aus? Hä? Das würde niemals ein Bauernhof machen. Könnte aber auch sein. Bei Bauernhöfen sind auch manchmal random. Hab ich da gerade Johannes gehört? Dass jemand da vorne hier drin ist. Hallo? Ist jemand drin? Hey, war ich ja schon, oder nicht? Wenn da jetzt jemand drin ist, Digga. Das hätte ich aber im Traktor gesehen. Oder hier ist jemand drin, Digga. Ich bin über dich drüber gelaufen. Ist das kranke Scheiße? Hast du schon alle gefunden? Ja, du hast gewonnen. Ich hab gewonnen! 1000
Euro! Ja, nein, du! Spaß, hast du gewonnen. Nie wieder gewonnen. Nie wieder gewonnen. Nein, ich hab gewonnen. Oh, du hast verloren. Nein, ich hab mich verloren. Hast du meine Story gesehen? Hä? Wo bist du, Dicke? Nee, in der Scheune da daneben, wo wir die Kacke aufgesammelt haben. Wo bist du nochmal? Wer ist das? Komm, wir holen jetzt bevor wir. Du bist der Gewinner! Ich bin hier! Hey, wo? No way! Bro, ich bin da ja schon. Ja, ja. Ich dachte, du wärst da oben, Digga. Ich hab mein Versteck gecraftet. Da ist der Mann da gewesen. Ich hab locker eine Stunde hier gechillt. Der Gewinner bekommt nämlich eine Überraschung geschenkt in diesen John Deere Traktor. Alter, korrekt. Bruder, kann ich auch eine Runde fahren? Lasst ein Like und ein Abo, dann bis zum nächsten Mal noch rein und ciao.